Wie auch im Beispiel der Knotengleichung gehen wir jetzt hin und erweitern unsere Schaltung. Das heißt, da kommt jetzt einfach noch ein Teil dazu. An den ursprünglichen Spannungen UR1 und UR2, die gegeben waren, ändert sich nichts. Und wir suchen jetzt UR3 und eine unbekannte Spannung UR4. Zunächst mal vielleicht eine Anmerkung. Was man hier sieht, ist, in dieser Schaltung taucht eine zweite Spannungsquelle auf. Auch das ist kein Problem. In Schaltungen können mehrere Spannungsquellen auftauchen und mehrere Stromquellen und im Grunde auch beliebig viele. Damit kann man ganz normal umgehen. Das passiert dann in der Realität auch durchaus mal in komplexeren Schaltungen. Zunächst mal zur Frage, was passiert jetzt eigentlich mit UR3? Also wir starten mal mit UR3 und fragen uns, wie groß ist denn jetzt die Spannung am R3, wenn wir jetzt diesen Teil der Schaltung zusätzlich anschließen? Was vielleicht auffällt, ist, dadurch, dass sich das hier nicht ändert und genauso ist wie im Beispiel vorher, existiert auch, wie im Beispiel vorher, diese Masche wieder. Und zwar existiert auch diese Masche wieder mit gleichen Werten. Das heißt, wir können das Gleiche tun, was wir eben getan haben, nämlich diese Masche aufstellen, indem wir hingehen, und das mache ich jetzt eine Nummer schneller als eben, indem wir hingehen und sagen, wir starten hier unten, laufen hier hoch, also minus UR3, minus UR2, minus UR1 plus U0 sind gleich 0. Das ist tatsächlich exakt das Gleiche, was da vorher stand. Also minus UR3, minus UR2, minus UR1 plus U0 gleich 0. Und da das Gleiche ist, was da vorher stand, steht hier auch, wie gehabt, UR3 sind gleich minus UR2 minus UR1 plus U0. Und wenn wir jetzt die Werte einsetzen, was ich jetzt nicht noch mache, dann stellen wir wieder fest, dass UR3 wie vorher auch 4 Volt sind. Das heißt, daran hat sich nichts geändert. Jetzt ist es ein bisschen gefährlich, jetzt könnte man glauben, es ist völlig egal, was man mit Schaltungen macht. Wenn eine Schaltung einmal so ist, wie sie ist, ändert sie sich nie mehr, egal was ich anschließe. Das stimmt nicht. Das stimmt jetzt nur in diesem Beispiel. Das heißt allerdings, dass wir hier unten 4 Volt haben. So, soweit so gut. Jetzt fragen wir uns also, wie groß ist denn jetzt UR4? Und was können wir hier tun? Naja, wir können jetzt oder wir müssen jetzt Maschen verwenden. Und was man vielleicht oder auch nicht erkennt, ist, dass wir hier potenziell zwei verschiedene Maschen haben. Wir haben zum Beispiel diese Masche hier. Zum Beispiel, wenn wir hier unten starten, könnten wir einmal so rumlaufen. Wir könnten zwar auch diese Masche von eben nehmen, die hilft uns allerdings nicht für UR4, weil der UR4 nicht auftaucht. Aber wir könnten zum Beispiel diese Masche hier nehmen. Ich mache die nochmal in Rot. Also könnten auch hier starten und jetzt so rumlaufen. Und da die Maschenregel immer gilt, ist es völlig egal, was von beidem wir hier machen. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde einfach beide Fälle durchrechnen, nur damit wir sehen, dass da auch das Gleiche rauskommt. Das heißt, ich starte mal mit dieser Masche hier. Ich zeichne die hier mal klein ein, entgegen dem Uhrzeigersinn. Und nenne die hier Masche römisch 1. Und die andere mache ich, wie gesagt, rot. Ich zeichne die mal außenrum, ist ein bisschen ungewöhnlich, mache ich jetzt nur der Übersichtlichkeit halber. Die sieht dann so aus. Und das wäre entsprechend Masche 2. Nenne ich mal römisch 2. Ja, jetzt müssen wir uns noch auch hier eine Laufrichtung überlegen. Ich würde auch mal hier einfach entgegen dem Uhrzeigersinn laufen. So, fangen wir an mit Masche 1. Was haben wir hier? Wir haben hier stehen, wenn wir wieder unten starten, also ich würde an diesem Punkt hier starten, dann steht hier für Masche 1 Folgendes. Ich laufe in diese Richtung, es passiert erstmal nichts. Jetzt laufe ich über R4 drüber, muss also UR4 addieren, weil ich mit der Pfeilrichtung laufe, also starte ich mit plus UR4. Jetzt bin ich an diesem Punkt. Ich laufe weiter über die Spannungsquelle. Die Spannungsquelle heißt U1 und da laufe ich entgegen der Pfeilrichtung, also muss ich U1 subtrahieren. Achtung, hier nicht U1 mit UR1 verwechseln, ne? Das sind zwei verschiedene Größen. Jetzt bin ich an diesem Punkt.
Jetzt laufe ich weiter nach hier, da ist nichts, das interessiert mich noch nicht. So, und jetzt gehe ich hier wieder runter über den Widerstand R2, laufe also in Pfeilrichtung über die Spannung UR2, muss also UR2 addieren. Bin an diesem Punkt und laufe jetzt runter über R3, über die Spannung UR3 in Pfeilrichtung, muss also UR3 addieren. So, und die Maschengleichung, dann bin ich wieder hier unten und die Maschengleichung sagt jetzt, bei diesem ganzen Spaß muss 0 rauskommen. Soweit, so gut. Inwiefern hilft uns das jetzt? Das hilft uns insofern, als dass wir diese Spannung hier suchen. Und diese Spannungen hier, na, funktioniert nicht, egal. Diese Spannungen hier alle kennen. Die hätte ich schwarz machen sollen. Ich kriege sie gerade nicht nachträglich schwarz gefärbt. Egal. Also, eine suchen wir, den Rest kennen wir. Ist ja vielleicht ganz nett. Also müssen wir jetzt was tun. Wir müssen die ganze Gleichung nach UR4 umstellen. Naja, das können wir tun, indem wir UR4 auf der linken Seite stehen lassen und gucken, dass alles andere auf die rechte Seite geht. Also machen wir jetzt ganz viele Rechenschritte. Und ich fasse die jetzt einfach mal zusammen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Wenn nicht, Video anhalten und nochmal gucken. Also, hier steht minus U1. Das stört mich. Das soll auf die andere Seite. Also addiere ich U1. Hier steht plus UR2. Das stört mich. Das soll auf die andere Seite. Also subtrahiere ich UR2. U3 stört mich, soll auf die andere Seite, wird addiert, muss ich also subtrahieren, subtrahiere also UR3. Und jetzt kann ich es nicht mehr schön untereinander schreiben, das wird sonst ein bisschen eng. Also steht hier in der nächsten Zeile UR4 ist gleich, ja, alles was von hier kommt, ne? U1 minus UR2 minus UR3. Und wenn wir jetzt Werte einsetzen, kommt da raus, ja, U1 ist was? U1 sind 5 Volt. Minus 3 Volt. Minus vorher ausgerechnet 4 Volt. 5 minus 3 sind 2. 2 minus 4 sind minus 2. Also kommt hier raus minus 2 Volt. Und jetzt kann man wieder sagen, das ist aber ungewöhnlich, wieso kommt da jetzt was Negatives raus? Wie auch bei den Strömen kann das ja auch durchaus passieren. Also negative Spannungen sind nicht falsch, die dürfen durchaus rauskommen. Das muss einen nicht immer wundern. Das liegt wieder daran, dass der Pfeil in diese Richtung vorgegeben ist. Wäre der Pfeil in die andere Richtung vorgegeben, dann kämen wir bei der gleichen Richtung, Rechnung jetzt 2 Volt raus. So, also minus 2 Volt, das ist ja schon mal gut. Ja, jetzt können wir eine Proberechnung machen, indem wir eben Masche 2 benutzen. Und das würde ich jetzt mal eben auf der anderen Seite machen. Und für Masche 2 starte ich ebenfalls hier unten und laufe entgegen der Pfeilrichtung. Und wenn ich das tue, starte ich also mit ja, UR4. Ich laufe mit der Pfeilrichtung, also steht hier erstmal plus UR4. Dann geht es weiter mit dieser Spannungsquelle. Da laufe ich entgegen der Pfeilrichtung, muss sie also abziehen. Also minus U1. Dann bin ich an diesem Punkt. Jetzt muss ich weiterlaufen. Laufe hier hoch, laufe also über R1 drüber. Entgegen der Pfeilrichtung, muss also UR1 subtrahieren. Minus UR1. Bin jetzt an diesem Punkt hier, laufe hier weiter, hier passiert nichts, hier passiert nichts. Jetzt laufe ich über die Spannungsquelle U0 drüber mit in Pfeilrichtung. Also muss ich U0 addieren. Jetzt bin ich hier und kann wieder in meinen Ursprungspunkt kommen und bin fertig. Und die Maschengleichung sagt, bei der ganzen Aktion hier kommt 0 raus. Auch hier haben wir jetzt das Vergnügen, das Ganze nach UR4 umzuformen und das können wir ähnlich machen wie eben. U1 stört mich, wird abgezogen, muss ich also addieren, also plus U1. UR1 wird abgezogen, stört mich, muss ich also addieren, plus UR1. U0 wird addiert, stört mich, muss ich also subtrahieren, minus U0. Und wenn ich das jetzt alles mache, steht hier UR4 ist gleich U1 plus UR1. Minus U0.
Und wenn wir dafür jetzt Zahlenwerte einsetzen, U1 sind 5 Volt, UR1 sind 3 Volt, 5 Volt plus 3 Volt und U0 sind 10 Volt, also minus 10 Volt. Und wie wir jetzt hoffentlich erkennen, 5 plus 3 sind 8, minus 2 sind auch minus 2 Volt. Das heißt, auch bei dieser Rechnung hier kommen minus 2 Volt raus. Das entspricht den minus 2 Volt, die wir hier ausgerechnet haben, stimmt also gleichermaßen. Was wir hier an der Stelle sehen ist, ne, welche Masche wir nehmen, ist gegebenenfalls egal. Es kann manchmal sein, dass Maschen nicht hilfreich sind, weil da Größen vorkommen, die wir immer noch nicht kennen oder die Größen gar nicht vorkommen, die wir überhaupt suchen. Aber prinzipiell kann man verschiedene Maschen zum Lösen benutzen.